Die griechischen Götter, das sind ja diese, wir machen jetzt nicht das Ganze, das sind ja diese leuchtenden olympischen Götter, die sieht Nietzsche allerdings nur als eine Kompensation für etwas, also diese Schönheit, das Helle, das Leuchtende, das Edle der olympischen Götter verdeckt nach Nietzsche etwas, nämlich, Zitat aus der dionysischen Weltanschauung von 1870, hätte jemand den künstlerischen Schein jener Mittelwelt der homerischen Götter weggenommen, man hätte der Weisheit des Waldgottes des dionysischen Begleiters folgen müssen. Kennen Sie die Weisheit des Waldgottes? Das ist der Herr hier. Der wird von König Midas gefangen genommen, der will ihm ein Geheimnis abpressen und gefangen genommen flüstert er ihm etwas ins Ohr, Nietzsche formuliert das so, elendes Eintagsgeschlecht des Zufallskinder und der Mühsal, das Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar, nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein, das Zweitbeste aber ist für dich bald zu sterben. Diese abgründige Tiefe der Existenz und der Welt, dieser Blick in den Abgrund, ist das, was Nietzsche den Griechen als besondere Qualität zuschreibt, die vorher noch nie jemand in dieser Deutlichkeit gesehen hat. Und bei Nietzsche geht es noch viel weiter ins Kosmische. In einer ganz frühen Schrift schreibt er, in irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flirrend ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte, aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn und die klugen Tiere mussten sterben. So heißt es eben über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn. Die zentrale Pointe dabei ist, dass die ungeheuerliche Größe und Dauer des Kosmos alles übersteigt, was das menschliche Erkenntnisvermögen überhaupt hergibt. Ja, diese Abgründigkeit des Kosmos lässt sich nur auf eine Art und Weise überwinden, nämlich ästhetisch, durch den schönen Schein. Und in der Geburt der Tragödie 1872 schreibt er dazu hier, also genau nach dieser Weisheit des Silen, hier naht sich als rettende Zauberin die Kunst. Sie allein vermag jene Ekelgedanken über das Entsetzliche oder Absurde des Daseins in Vorstellungen umzubiegen, mit denen sich leben lässt. Das Erhabene als die künstlerische Bändigung des Entsetzlichen und das Komische, die Komödie, als die künstlerische Entladung von Ekel des Absurden. Viel kürzer, denn nur als ästhetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt. Eine Stelle überspringe ich. Ja, was hat es mit dieser griechischen Heiterkeit danach Nietzsche auf sich? Die ist ein schöner Schein, aber ein unbedingt erforderlicher schöner Schein, ein Lebenserhaltender, der eben die Schrecken der Erkenntnis kompensiert und erträglich macht. Ja, und diese Einsicht zieht sich durch das gesamte Nietzsche'sche Werk und er nennt das apollinisch für den schönen Schein und dionysisch für das Abgründige. Das sind diese beiden tiefen Elemente, die uns zu tragischen Lebewesen machen. Und deshalb fragt er mehr oder weniger scherzhaft, kann ein Esel tragisch sein, dass man unter einer Last zugrunde geht, die man weder trage noch abwerfen kann? Der Fall des Philosophen. Und man möchte hinzufügen, der Fall des erkennenden Menschen überhaupt. Ja, es ist eben das große Scheitern an dieser schieren Riesenhaftigkeit des Kosmos und so der Zwergenhaftigkeit unserer Lebensspanne. Und wenn wir uns in die neuere Physik mal hineinwagen, die Maße, die das angenommen hat, die sind ja noch viel überwältigender. Mhm. Angesichts dessen stellt sich diese Frage noch einmal ganz besonders. Deshalb sind wir tragische Wesen, aber eben auch heitere Wesen und damit ästhetische Wesen und zuletzt eigentlich auch Kulturwesen, denn das ist es, was unsere Kultur auszeichnet, dass wir permanent diesen schönen Schein produzieren. Und das ist auch der Grund dafür, warum ich Sie mit diesem doch eher bildungsbürgerlichen Gestus durch dieses Material geführt habe. Ich komme damit zum Schlusschor, wie bei Ödipus, allerdings ein Schlusschor, der sich vollständig aus Nietzsche speist. Der scheiternde Nietzsche, er ist wirklich eine gescheiterte Gestalt oder eine scheiternde Gestalt, müsste man sagen. Zunächst
er ist in einem protestantischen Pfarrhaus aufgewachsen. Da könnte man fast schon wieder aufhören. Sein Vater ist früh gestorben, daraufhin hat er seine ganze Jugend in einem Haushalt mit 5 Witwen von evangelischen Pfarrern verbracht, als einziges männliches Wesen, und Sie können sich vorstellen, wie sich das auswirkt. Er ist gescheitert am Theologiestudium, er hat sich lieber der alten Philologie zugewendet. Er hatte früh eine Professur in Basel, musste die allerdings früh aufgeben und war mit 35 bereits Krankenrentner, ist in Italien wieder aufgeblüht und dann doch an einer Syphilis oder was auch immer zugrunde gegangen, auf jeden Fall an einer progressiven Paralyse. Das war aber noch nicht einmal das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass er erst der mütterlichen und dann der schwesterlichen Pflege anheimfiel. Und das war wirklich tragische Größe, weil seine Schwester im Gegensatz zu anderen anwesenden Schwestern ein wirkliches Biest war. Wir hatten eingangs uns dieses Gedicht angeschaut, das optimistische Schiff, das aufbricht. Und die Unendlichkeit hatten wir da noch nicht so richtig angeschaut. Einige Jahre vorher hat Nietzsche das schon aus einem Gedicht von Leopardi zitiert in seinem Notizbuch. Dort hat er aufgeschrieben, Unendlichkeit, schön ist's, in diesem Meer zu scheitern. Ja. Und damit komme ich dann wirklich zum Schluss, nämlich mit einem kurzen Zitat aus einem Gedicht von Nietzsche aus dem dritten Teil des Dionysos Dithyrambos, Die Sonne sinkt. Dort hören Sie einen völlig anderen Ton, der ist von einem schönen, freudvollen, nostalgischen Scheitern durchzogen, wie von einem herbstlichen Licht, was so die letzte Reife herbeibringt, und das trage ich Ihnen abschließend vor. Heiterkeit, güldene, komm, du des Todes heimlichster, süßester Vorgenuss. Lief ich zu rasch meines Wegs? Jetzt erst, wo der Fuß müde ward, holt dein Blick mich noch ein, holt dein Glück mich noch ein. Rings nur Welle und Spiel, was je schwer war, sank in blaue Vergessenheit. Müßig steht nun mein Kahn, Sturm und Fahrt, wie verlernt er das? Wunsch und Hoffen ertrank, glatt liegt Seele und Meer. 7. Einsamkeit, nie empfand ich näher mir süße Sicherheit, wärmer der Sonnenblick. Blüht nicht das Eis meiner Gipfel noch? Silbern, leicht, ein Fisch schwimmt nun mein Nachen hinaus. Vielen Dank. Schießen Sie los. Herr Klaus. Also, Nietzsches Frühwerk, was er nachher sehr kritisch betrachtete, was Sie auch erwähnt. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, ja, war Nietzsches Frühwerk, das er dann später kritisch betrachtete und sogar hinter seinen Zarathustra stellt mit den 3 Verwandlungen des Menschen. Das erste Stadium ist das des Kamels, wo er mit religiösen, konfessionellen Ballast beladen wird wie ein Kamel, dann befreit sich der Mensch als Löwe, das ist das zweite Stadium, und entwickelt Kraft, aber auch ja, die Not des Scheiterns. Und das letzte Stadium ist dann die des Kindes, das ist die Wiedergeburt, vielleicht eine Darstellung des im Scheitern postulierten Übermenschen, der von fast allen missbraucht und missverstanden wurde als irgendein, ja, ein Koloss, ein Wüstling. Der Übermensch ist eigentlich das Kind bei Nietzsche. Ja, also man muss den Übermenschen, glaube ich, wenn man Nietzsche gründlich liest, auch immer in Verbindung mit der Lehre von der ewigen Wiederkehr des Gleichen sehen. Der Übermensch ist derjenige, der das erträgt, den Gedanken, und da dürfen Sie jetzt nochmal an den Pinguin zurückdenken, den Gedanken, in dieser ewigen Schleife, in dieser ewigen Wiederholung gefangen zu sein, ohne daran zugrunde zu gehen, sondern zu sagen, und Nietzsche formuliert es fast so ähnlich,
das war das Leben Wolan dann noch einmal. Ja, und mit seinem Gepäck, was er mit sich herumgetragen hat, wäre das eine echte Leistung. Also das Übermenschentum hat er für sich strikt ausgeschlossen. Das lag wohl auch an seiner Familie. Und Sie haben völlig recht, er hat sich später distanziert von bestimmten Aspekten seines Frühwerks, der Geburt der Tragödie. Da aber gerade nicht von diesen Gedanken über die griechische Tragödie, sondern das, dass er das Ganze der, wie er selbst sagt, der Wagnerei geopfert hat. Denn im zweiten Teil der Geburt der Tragödie feiert er Wagner als den Wiedererwecker der griechischen Tragödie im wagnerischen Opernwerk. Das ärgert ihn dann zum Schluss, dass er nicht bei dem geblieben ist, was wirklich sich auf das Griechentum beschränkt. Wir alle kennen einen Eros aus neuerer Zeit, der als argentinischer Arzt ein schrecklicher Arzt war, wie seine Zeitgenossen sagen, sein eigenes Asthma nicht bewältigen konnte. Dann wurde er Kampfgenossen, Genosse von Fidel Castro, zog wohl mit Begeisterung nach Kuba ein, war aber schnell verhasst als Innenminister, weil er gnadenlos mit den politischen Gegnern umging, wurde kaltgestellt, verließ das Land, ging nach in den Kongo, zog dann so viele Aktivitäten der Gegner von Kabila auf sich, dass die Gruppe fast aufgerieben wurde, musste diese Kampfgruppe verlassen deswegen, machte als Dr. Tutu Schreckliches, wurde geradezu berühmt durch seine vielen Kunstfehler, die er machte, denn er war wirklich ein schlechter Arzt, kam nach Kuba zurück, kriegte einen Verwaltungsjob in der Bank, also im Bankwesen, womit er überhaupt nichts zu tun hatte. Dann entschloss er sich, nach Kolumbien zu gehen mit 70 Leuten. Am Ende hat er noch 17 Leute bei sich gehabt, die alle irgendwo namenlos gestorben sind im Dschungel, und hatte noch ein Funkgerät mit, konnte aber nicht Hilfe holen, weil das nur empfangen und nicht senden konnte. Also die Leute hatten richtig gute Arbeit geleistet in der kubanischen Regierung, ihn loszuwerden. Und als er verhaftet wird und überwältigt wird, gibt dieser völlig verschmutzte und gar nicht mehr erkennbare Mann sich zu erkennen und sagt, ich bin Che Guevara. Und damit, und schnellstmöglichst, hat Präsident Barrientos seine Liquidierung angeordnet und dachte, dadurch könnte er den Mythos beseitigen. Und genau durch dieses sich zu erkennen geben, begann dieser Mythos, der heute auf einer ganz anderen Schiene läuft, als er in der Wirklichkeit stattgefunden hat. Gerade so ein Held, der sich dessen auch bewusst war, zu einem Mythos zu werden, in dem Moment, wo er sagte, ich bin Che Guevara. Denn die anderen haben ihre Namen nicht genannt, als sie liquidiert wurden. Deine Korrektur ist auch nicht Kolumbien, sondern Bolivien. Bolivien, ja, Entschuldigung. Ja, danke. Stimmt, ja. Ja, ich glaube, wir sind zum Ende gekommen. Ja. Ich glaube, wir schließen jetzt hier die Veranstaltung und darf mich nochmal recht herzlich bedanken für den wirklich sehr spannenden Unterricht. Vielen Dank für die Einladung.